Früher war alles klar. Früher wuchs man auf in einer Welt, in der jeder seinen Platz hatte. Und Filme aus alten Tagen zeigen es voller Eifer. Alle waren fürchterlich tüchtig. Schrecklich, dass ich beim Transpirieren immer so schwitze. Früher herrschte Vollbeschäftigung. Man musste schon viel verbocken, um nicht dabei zu sein bei der lebenslangen Jobgarantie. Geregelte Arbeitszeiten, das Recht auf Feierabend, Selbstverständlichkeiten. So selbstverständlich wie, ja, wer erinnert sich noch? Aber seien Sie bitte leise. Ich bin froh, dass mein Mann endlich mal ein bisschen ausruht. Selbstverständlich der Mittagsschlaf des Familienernährers. Und heute? Wie kann man noch so ein Berufsleben ergattern, in dem alles seinen Platz hat? Stimmt es, was die Politik uns sagt? Das Märchen von der Wunderwirtschaft? Deutschland steht heute gut da. Uns geht es besser in unserem Land. Deutschland geht es gut. Deutschland geht es gut, aber wie geht es den jungen Deutschen? Ich treffe Cleo und Jonas. Die beiden suchen ihren ersten Job und haben eigentlich eine glänzende Ausbildung hinter sich. Cleo, 23, Studium in Großbritannien und Japan, Master in BWL, Englisch und Französisch fließend. Jonas, 25, Studium in den USA und Berlin, Bachelor in Politologie, zweisprachig. Und beide suchen dringend Arbeit. Ich muss wirklich dringend was finden. Also ich versorge mich im Moment irgendwie durch Geld, was ich angespart habe, durch andere Jobs, beziehungsweise dadurch, dass meine Eltern zum Beispiel noch meine Krankenversicherung zahlen. Aber ich kann schon sagen, dass ich ganz akut oft Schwierigkeiten habe, alle meine laufenden Kosten zu decken. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es auch ähnlich. Ich bin jetzt nach dem Studium wieder zu meinen Eltern gekommen. Das heißt, ich will natürlich auch mein Leben wieder starten und mein eigenes Leben wieder etablieren. Und dementsprechend möchte ich das auch sehr zeitnah tun. Ich würde sagen, bei dem, was ihr mitbringt, du mit einem Bachelor und viel Praktika und du schon mit einem BWL-Master, müsstet ihr innerhalb von kürzester Zeit einen Job finden. Schaffen wir dokumentieren. Die Wette gilt. Wer findet zuerst einen Job? Cleo und Jonas sollen auch selbst mit einer kleinen Kamera dokumentieren, was ihnen bei der Jobsuche widerfährt. Zwei junge Menschen gehen auf den Jobmarathon. Mit tausenden unsichtbaren Mitstartern hinein in das Jobwunderland Deutschland, auf das unsere Nachbarn so begehrlich gucken. Hier ist die Tasche. Ciao. Bis bald. Tschüss. Jonas ist seit 2 Jahren zurück aus den USA, wo er studiert und als Koch gejobbt hat. Jung, weltoffen, engagiert. Hallo, hier ist Jonas. Ich bin jetzt gerade bei mir angekommen und probiere ein bisschen mit meiner neuen Kamera rum, die ich ja dann benutzen werde, um meine Jobsuche zu dokumentieren. Jonas studierte internationale Politik, möchte am liebsten in einer Stiftung oder in der Wissenschaft arbeiten. Seine Erfahrungen aus den USA wären früher durchaus ein Empfehlungsschreiben gewesen. So, jetzt habe ich es auch diesmal halbwegs geschafft. Ich kann ja auch praktischerweise hier den Bildschirm umdrehen, um zu schauen, was ihr da für ein Bild habt. Ich würde jetzt hier am Schreibtisch sitzen und ein bisschen Bewerbung machen. Schauen wir mal. Da kann man auch ein bisschen was mitkriegen. Jonas im Internet. In den Jobbörsen wimmelt es von Stellen. Er sucht etwas, was zu seinem Profil passt. Allein, ohne Hilfe, ohne Beratung. In den USA hat Jonas bei karitativen und Umweltorganisationen gearbeitet. Soziale Kompetenzen nennt man sowas. Heute unerlässlich. 4 Wochen vergehen. Der erste Schwung an Bewerbungen ist raus. Doch der Jobmotor stottert. Nicht ein einziges Unternehmen antwortet. Für Jonas ein Fehlstart. Wie viele Ausschreibungen findest du in dem Internet, also die sozusagen zu deinem Politik-Bachelor passen würden? Also sehr wenig, um nicht zu sagen, keine. Wie viele Bewerbungen insgesamt hast du jetzt rausgeschickt? Was würdest du sagen, wenn du so überschlägst? Also ich glaube, seit Beginn unserer Wette werden es so um die 40 mittlerweile sein. 40 Bewerbungen in 4 Wochen. Das ist heute nicht ungewöhnlich. Genauso wenig wie die unpersönlichen Absagen zu verkraften, falls es überhaupt welche gibt. Cleo ist nach dem Studium aus Geldnot wieder zu ihren Eltern gezogen, wie so viele ihrer Studienfreunde. Schwierig. Denn sie ist alles andere als ein Nesthocker. Nirgends in Europa haben Absolventen angeblich so gute Chancen wie in Deutschland. Deshalb hofft Cleo ganz selbstbewusst auf einen Einstieg ganz oben, in ein sogenanntes Trainee-Programm.
Also Trainee baut halt wirklich auch darauf aus, dass du mal in Führungspositionen übergehst, dass du wirklich das ganze Unternehmen von vorne bis hinten kennenlernst, alle Abteilungen dir anguckst, wie alles zusammenkommt. Du bekommst interessante Aufgaben. Hier steht Einstiegsgehälter mit Promotion 50.000, mit Master, das was du hast, 42.000. Und nach 10 Jahren 62.700. Mensch, toll. In 10 Jahren kannst du mich auf einen Kaffee einladen. Das mache ich sogar jetzt schon. Aber dann müssen wir den auf der Straße trinken, ne? To go. Ein Euro ist Maximum. Also ich gehe jetzt gleich zu Helios Media. Da habe ich einen Job gefunden über ein Internet dann auch so. Es geht um Sommerjob, irgendwie im Bereich Recherche. Habe ich ja ein bisschen Erfahrung mit und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und heute ist so ein Einführungs- und Informationstag, der zum 10 hier um die Ecke losgeht. Und da mache ich mich gleich auf. Recherche. Ein verlockendes Schlagwort in der Jobausschreibung. Jonas bewirbt sich. Einer der Mitarbeiter hat an derselben Universität in Texas studiert wie er. Die Stimmung ist gut. Jonas wird sofort genommen. Auch im Internet kommt der Auftritt der Helios Mediengruppe extrem seriös daher. Hier präsentiert sich ein Verlag für Verbandszeitschriften. Hat Jonas tatsächlich gleich einen Redaktionsjob erwischt? Nach seinem ersten Arbeitstag kommt Jonas vorbei. Was er berichtet, klingt ernüchternd. Dies ist eine erste Erfahrung mit dem schönen Schein und der Wirklichkeit in der deutschen Arbeitswelt. Ja, okay. Das Neueste. Ja, genau. Es wurde ja eigentlich ausgeschrieben als Recherchetätigkeit, wo ich mich eigentlich auch darauf gefreut habe, weil ich da ein bisschen Erfahrung habe und mich dafür auch interessiere. Aber leider ist es im Endeffekt Dateneingabe. Also ich sammle die E-Mail-Adressen von Vertriebsleitern und das Ganze dient dem Zweck, einen Bundesverband der Vertriebsmanager zu gründen. Also so ein soziales Netzwerkportal nutzt du dazu, Adressen rauszufinden, um praktisch eine Kaltakquise zu betreiben? Ja. Auf die Bitte um ein Interview an die Helios-Manager kommt rasch eine Antwort-Mail. Die Geschäftsführung lehnt ab, schreibt, sie habe früher keine guten Erfahrungen mit Fernsehinterviews gemacht. Das ist sehr lustig, denn das ist die Firma, die unter anderem die Zeitschrift Der Pressesprecher herausgibt und selbst nicht mit der Presse spricht. Jonas arbeitet trotzdem ein paar Wochen im Recherchejob. Einen Vertrag bekommt er nicht. Sein Geld wird ihm erst nach seiner Kündigung und 3 Mahnungen ausgezahlt. Obwohl 5 Wochen vergangen sind, hat Cleo bislang noch nicht eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch erhalten. Sie schaut sich die Unternehmen genau im Internet an, schreibt Dutzende Bewerbungen, versucht ihr Profil dabei genau auf die jeweilige Stellenbeschreibung abzustimmen. Wer 80% der Anforderungen erfüllt, für den macht eine Bewerbung Sinn, heißt es. So, hi, hier ist Jonas mit einer etwas schrägen Einstellung heute. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch bei der Intern. Das ist eine Firma, die ich übers Internet gefunden habe. Denen habe ich eine Bewerbung geschickt und die haben sich total schnell bei mir zurückgemeldet. Es geht um Callcenter. Die Dame hat mir am Telefon gesagt, dass es wohl darum geht, Zeitungsabonnements zu verkaufen. Ich habe noch nie so eine Arbeit gemacht. Mal schauen, ob die überhaupt an mir interessiert sind und was die mir so anbieten wollen. Ja, jetzt geht's los, ne? Ein Callcenter-Job. Das hat zwar nichts mit seinem Politikabschluss zu tun, Jonas braucht jetzt aber erstmal einen Nebenerwerb, um seine weitere Jobsuche zu finanzieren. Die Eltern können das schon lange nicht mehr. Es ist ein Spagat für Jonas, sich irgendwie über Wasser halten und gleichzeitig etwas Richtiges suchen. Ein angenehmes Arbeitsklima in lockerer Atmosphäre ist dir dabei ebenso sicher wie eine intensive Einarbeitung und ein attraktives Festgehalt. Klingt irgendwie gut. Auch Jonas' erster Eindruck ist gut. Für die Zwischenfinanzierung scheint es zu passen. Ich wurde eigentlich total freundlich empfangen und von dem, was sie mir gesagt haben, sind die Arbeitskonditionen auch gar nicht so schlecht. Also auf jeden Fall besser, als ich erwartet hätte. Ganz konkret haben die mir angeboten einen Halbjahresvertrag. Das klingt wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber das ist ungewöhnlich, irgendwie dann gleich auch bei so Aushilfe- und Nebenjobs irgendwie irgendeine Form von Vertrag angeboten zu kriegen. Und einen Stundenlohn, der bei 8 Euro anfängt. Mit Provision könnten es sogar 12 Euro die Stunde werden. Immerhin über Mindestlohnniveau.
zwei, drei. Test, test. Cleo hat ein Bewerbungsgespräch, neudeutsch ein Interview, in Hamburg. Sie hat sich bei einem Management-Consulting-Unternehmen beworben, einem internationalen Beratungsunternehmen mit breitem Profil. So, ich bin gerade in Hamburg ausgestiegen und ich laufe gerade zu dem Interviewtermin. Ich bin doch schon aufgeregt dadurch, dass es ja wirklich ein Interviewtermin für einen richtigen Job ist und nicht für ein Praktikum oder für etwas Ähnliches. Und ich habe mich im Zug noch ein bisschen vorbereitet, habe ein bisschen auf die Homepage geguckt. Ja, ich bin guter Dinge, freue mich. Und ich werde euch gleich berichten, wie es gelaufen ist. Es ist eine wunderschöne Nachbarschaft hier auf jeden Fall. Genau, da sind wir. So. So, ich hatte gerade meine beiden Interviews, also es waren doch zwei, die beide eine Stunde gedauert haben. Und wie ihr seht wahrscheinlich, ich fühle mich wirklich gut danach. Ich hatte ein sehr positives Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es waren sehr angenehme Leute. Es war viel mehr darauf bedacht, mich persönlich kennenzulernen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich bin sehr happy. Ich treffe mich gleich mit meiner Freundin, bei der ich heute Nacht schlafen werde. Ich habe mich entschieden, die Nacht hier zu verbringen, um einfach mal Hamburg ein bisschen kennenzulernen. Ja, es scheint sehr positiv zu sein. Jonas meldet sich wieder bei mir. Er war nochmal bei Intern, dem Callcenter. Hat den Eindruck, man wolle dort ältere Arbeitnehmer durch jüngere Telefonstimmen wie ihn ersetzen. Bei der Einarbeitung erlebt er, wie erfahrene Mitarbeiter kein einziges Abonnement verkaufen. Vielleicht Zufall. Doch kein Verkauf heißt keine Provision. Noch so eine Spielart des neuen Arbeitsmarktes. Was ist so dein Bauchgefühl jetzt? Sehr unangenehm, muss ich wirklich sagen. Ich soll den Leuten einfach ihre Kontodaten abschwatzen, eigentlich mit jedem Argument, was mir einfällt. Und es geht dann eigentlich nochmal weiter. Zum Beispiel, es handelt sich um keinen Dauerauftrag. Die Einzugsermächtigung geht nur für den Zeitraum der Lieferung. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass eine Einzugsermächtigung nicht unbedingt eine Sache ist, die man irgendwie an jede Person oder jede Firma geben sollte. Aber hier wird mir praktisch erklärt, wie ich so eine Bedenken bei den Kunden abwiege. Das finde ich alles ziemlich gruselig und auch abschreckend. Also das ist für mich irgendwie ethisch und moralisch nicht wirklich vereinbar. Auf Anfrage sieht Intern bei sich keine verwerfliche Vorgehensweise. Alles laufe völlig seriös ab. Cleo wohnt vorübergehend bei einem Freund. Ihre Stimmung ist düster. Sie hat eine ganze Reihe von Absagen erhalten und vor allem ihre Bewerbung bei dem Hamburger Beratungsunternehmen, das sie eingeladen hatte, war nicht erfolgreich. Das war die E-Mail, die ich von ihr bekommen habe. Mhm. So wie es leider immer läuft. Da die Profile anderer Kandidaten unseren Anforderungen besser entsprechen. Puh, ist ja nicht sehr aussagekräftig, oder? Gar nicht. Vor allen Dingen, es ist halt auch kein richtiges Feedback. Es ist eher so, ja, okay, die vorgefertigte E-Mail, die an alle geschickt werden. Wie viele von diesen Absagen hast du gekriegt? Wie viele habe ich verschickt? Ich kann es nicht mehr zählen. Wie ist das, wenn morgens so eine Absage reinkommt? Beschissen. Was machst du denn dann? Weitermachen. Hast ja keine andere Wahl. 2 Monate sind vergangen seit dem Start unserer Jobwette. Die Euphorie des Anfangs ist verflogen. Es wird für beide immer schwerer, sich zu motivieren, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen. Ich begleite Cleo nach Hamburg. Sie will eine Jobmesse für Akademiker besuchen. Sie mag die Stadt, könnte sich vorstellen, dort zu bleiben. In der alten Hamburger Handelskammer werden heute Jobs für die Manager von morgen gehandelt. Statt einer anonymen Bewerbung sieht Cleo hier die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch über den Traumjob. Der Trainee-Beauftragte von Tchibo, Hans Moser, ist auch da. Cleo ergreift ihre Chance. Käme das dann auch Erwägung, weiterhin für Tchibo zu arbeiten? Würden wir dann festhalten? Wir stellen schon unbefristet ein, ganz klar mit dem Zeichen, dass wir die Trainees dann auch im Nachgang behalten wollen. Und die Türen stehen Ihnen dann eigentlich offen.
Trinken Sie denn gerne Kaffee? Sehr gerne. Ich darf Ihnen auch noch ein Transportierpäckchen von unserem Privatkaffee mitgeben. Das ist aber lieb. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Hilfe. Viel Spaß noch. Lächeln, schmeicheln, Smalltalk. Aber wie stehen Cleos Chancen wirklich? Wenn jemand wie Cleo sich jetzt bei Ihnen bewirbt, wie viel haben Sie auf dem Tisch, aus wie vielen können Sie auswählen und wie funktioniert das letztendlich? Nehmen wir mal so ein durchschnittliches Trainee-Programm, wofür ich jetzt verantwortlich bin, dann kriegen wir vielleicht 300, 400, manchmal auch mehr Bewerbungen. Da gucken wir erstmal, was passt denn grundsätzlich vom Profil, von der Fachrichtung, von der Praxiserfahrung, Ausland, Noten, spielt alles so ein bisschen rein. Roter Faden im Lebenslauf, ganz wichtig. Es ist dann maximal eine Handvoll quasi, die dann von 500 überbleiben. Also umgekehrt gerechnet, 1% kommt durch. Cleo könnte auch nach seinem Master noch mal sagen, ich mache ein Praktikum im ähnlichen Bereich. Wäre theoretisch gut, wir stellen aber keine Masterabsolventen als Praktikanten ein. Deswegen beißt sich das. Mit 23 noch keine Berufserfahrung, aber für das Praktikum schon zu spät dran. Cleo spürt, die Firmen haben die freie Wahl. Sie ist eine von Hunderten. Studien sagen, Akademiker landen heute immer jünger auf dem Arbeitsmarkt und suchen dafür immer länger nach einem festen Job. Für Cleo kein Trost. Jonas bewirbt sich weiter. Auf seine wenigen Bewerbungen im politischen Bereich bekommt er nicht mal Absagen. Nach 3 Monaten nur mit Gelegenheitsjobs sucht er jetzt, wie schon zu Studienzeiten, in der Gastronomie. Ich bewerbe mich gerade hier bei Mise en Place. Die haben unheimlich viele Jobannoncen am Laufen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich da wahrscheinlich relativ schnell eine Antwort von denen bekomme und hoffentlich dann auch ein paar Schichten, weil mir langsam das Geld ausgeht. Das ist natürlich nicht unbedingt die Arbeit, die ich machen möchte oder längerfristig machen möchte, aber ich weiß aus Erfahrung, dass man da sich ein bisschen was dazu verdienen kann, flexibel arbeiten kann und dann die Arbeit auch ablegen kann. Jonas hört, er solle sich bei der Kellner Verleihfirma, bevor es losgeht, erstmal seine Arbeitskleidung kaufen. Für fast 100 Euro. Klingt nach teurer Eintrittskarte für einen billigen Job. Für seinen ersten Termin statten wir ihn mit einer versteckten Kamera aus. Soll er wirklich Geld auf den Tisch legen, bevor er was verdient? Probier's mal alles an. Hier unterschreiben. Macht 99 Euro. Tatsächlich, er bekommt das Kellnerkostüm aufgedrückt. Ja, in der Tasche sind einen schwarzen und einen roten Schlips. Und wie man sieht, sind auch überall die Firmenlogos drauf, genau wie auf der Tasche selbst. Ein schwarzes und ein weißes Hemd, eine Kellnerschürze, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Wenn man die Sachen in der Hand hält, das ist einfach minderwertig verarbeitete Kleidung. Das ist alles Polyester. Das reißt, das kriegt Flecken rein, die nicht mehr rausgehen. Ich gehe davon aus, dass ich die Sachen natürlich auch irgendwie auf eigene Kosten dann ersetzen darf. Allein die Vorstellung, dass man eine Vorinvestition leisten muss, um so einen komischen Studentenjob zu machen, bei dem man auch keine Einkommensgarantie hat, das finde ich wirklich grotesk. Dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Jobs ich erstmal für dieses Unternehmen machen muss, um das Geld wieder reinzukriegen. Auch Arbeitsschuhe und ein Zertifikat vom Amt muss sich Jonas noch auf eigene Kosten besorgen, macht gut 150 Euro vorab. Dann kommt noch der unbezahlte Wochenendkurs für das Kellnern. Mise en Place sagt auf Anfrage, die Arbeitskleidung sei nur ein freiwilliges Kaufangebot. Drei Monate nach Beginn der Wette. Cleo hat ihre Ansprüche inzwischen weit nach unten geschraubt. Die Situation hat sich nicht wirklich verändert. Ich bin immer noch fleißig am Jobsuchen, habe mich aber jetzt ein bisschen umorientiert, dass ich mich weiter für Praktika bewerbe, weil ich das Gefühl habe, dass es an meinem mangelnden Praxiserfahrung liegt. Ratlos setzt Cleo jetzt auf staatliche Hilfe, auf die Arbeitsagentur, eigentlich höchstamtlich zuständig für die Vermittlung von Arbeit. Doch die Beraterin empfiehlt Cleo die gleichen Internetjobbörsen, auf denen sie sich bereits seit Monaten bewirbt. Filmen dürfen wir das nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich bin an dem Punkt, an dem ich vorher war. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas wirklich Wertvolles aus diesem Gespräch mitgenommen habe, außer dass mir eine Stunde flöten gegangen ist, auf gut Deutsch gesagt. Und ich bin genauso allein wie vorher. Deutschland geht es gut, heißt es. Viele Jobsucher wie Cleo sind trotzdem ratlos. Sie fühlt sich alleingelassen. Wochenlang keine positiven Antworten. Sie taucht ab.
Ich höre jetzt immer weniger von ihr. An einem Sonntagmorgen kurz nach 6. Jonas arbeitet in seinem Kellnerkostüm den zweiten Tag beim Caterer Mise en Place. Heute ist er Aushilfsfrühstückskellner in einem großen Berliner Hotel. Seine Arbeitskleidung muss er danach selber waschen. Hat er denn wenigstens Geld verdient durch seinen Job? Also, wenn ich bis jetzt meine Ausgaben und Einnahmen für Mise en Place überschlage, dann komme ich da eigentlich auf keine gute Bilanz. Ich hatte ja meinen ersten Einsatz in Blankenfelde, das ist ein bisschen außerhalb von Berlin. Dafür muss man dann auch einen verlängerten Fahrschein kaufen. Und nach den Ausgaben, also Abzug meines Fahrscheins, bin ich praktisch für diesen Samstag auf 17 Euro ungefähr gekommen, was ich dann da verdient habe. 17 Euro für 4 Stunden Einsatz. Mise en Place schreibt uns, die Reinigung könne Jonas immerhin als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Nach mehreren Anläufen treffe ich Cleo wieder, beim Joggen. Eine Zeit lang, sagt sie, habe sie sich auch dazu nicht mehr aufraffen können. Ihre alten Freunde von der Elite-Uni Glasgow schreiben von ihren neuen Jobs. Doch der Glanz dieses Studiums scheint Cleo in Deutschland wenig zu bringen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das extrem deprimierend. Ich finde das extrem deprimierend, wenn ich mit jemandem spreche. Und also vor allen Dingen Leute, die später als ich abgeschlossen haben. Und ich dann lese, oh, got a job, got into a trainee scheme oder sowas. Weil im Endeffekt fragst du dich halt wirklich, woran liegt's. Also ich bin da eher skeptisch, dass ich in absehbarer Zeit irgendwas finde. Aber ich meine, irgendwas wird passieren. Ja, und wenn es die nächste Absage ist, ne? Es vergehen weitere Wochen, in denen Cleo kein einziges Bewerbungsgespräch hat. Die Wette scheint an einem toten Punkt. Zeit einzugreifen. Wer in die Sackgasse gerät, dem können heute private Personalprofis helfen. Der Mensch als Humankapital. Man kann alles optimieren. Auffällig ist, Sven Büttner und Michael Höppner klopfen die Lebensläufe der beiden nach Lücken ab, nicht nach Stärken. Wenn Sie diesen Lebenslauf sehen, sehen Sie eine Chance? Die Frau Ahmed Saleh ist eine qualifizierte junge Dame, die aus einer sehr guten Bildungsstrecke kommt, keine Frage. Was man hier sofort ersehen kann, ist, es gibt eben nur kurze Beschäftigungszeiträume, die in Form von Praktika waren. Hier bei diesem Lebenslauf habe ich überlegt, was möchte die junge Frau eigentlich machen? Viele Entscheider möchten gerne schon einen ziemlich langen roten Faden erkennen. Und es gibt leider sehr wenige Entscheider, die sagen, okay, da ist so ein Fädlein zu erkennen. Und da bauen wir jetzt mit dem Bewerber auf. Aha, langer roter Faden im Lebenslauf mit 23. Aber so sei das nun mal auf dem Arbeitsmarkt, sagen fast entschuldigend die Personaler. Das Produkt Cleo scheint aus Sicht von Firmenchefs so manchen Mangel zu haben. Und für Jonas gilt das noch viel mehr. Bei ihm finden die beiden Personalprofis rein gar nichts von dem, was Firmen von ihnen fordern. Erklären Sie es mir, was ist das? Was können Sie? Naja, nicht so wahnsinnig viel. Ich habe letztes Jahr meinen Bachelor gemacht. Ich habe ein paar Praktika gemacht und ich brauche einen Berufseinstieg. Mhm. Ich bewerbe mich halt auf verschiedene Stellen. Und damit sind Sie mit ganz vielen nicht allein. Also es gibt ganz viele, die ich kenne, die gerade, sagen wir, jetzt aus Südeuropa kommen. Ja. Die haben eine super Reputation. Die haben auch richtig schöne Ausbildung gemacht. Die kommen hier hin und die haben wirklich dann die Schwierigkeit, dass sie... dass die einfach nichts finden. Ja. Also, das war anstrengend. Deutschland geht es gut. Aber Deutschland ist anstrengend, vor allem für Berufseinsteiger. Junge Menschen sollen immer früher auf den deutschen Arbeitsmarkt. Doch was finden sie da? Die erste Bilanz scheint klar. Niemand rechnet mehr mit einem festen Vertrag, mit einem Gehalt, das eine Familie finanziert mit Regelmäßigkeit. Jonas in seiner finanziellen Lage macht Erfahrungen, die seinen Eltern und Großeltern erspart blieb.
Sein Rezept heißt dranbleiben, nicht aufgeben. Jonas findet überraschend ein Angebot als Online-Musikredakteur und zum ersten Mal seit langem scheint er wieder zuversichtlich. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist eine von den wenigen Stellen, für die ich mich in letzter Zeit beworben habe, die für mich auch wirklich interessant sind. Also wo ich sozusagen nicht nur kann ich mir vorstellen, da ab und zu hinzugehen oder halt fünfmal die Woche hinzugehen, um da Geld zu verdienen, sondern so wie es ausgeschrieben ist, zumindest sieht es irgendwie auch wirklich ganz interessant aus. Also als wenn ich da irgendwie auch ein bisschen mich davon angesprochen fühlen würde. Und vielleicht auch irgendwie was lernen würde. Doch auch dieser Job wartet mit einer Überraschung auf. Jonas erhält eine sogenannte Kooperationsvereinbarung. Ist das jetzt ein Arbeitsvertrag? Eine Frage, die Arbeitsrechtler Jörg Thomas beantworten soll, der sich auf die neuen Spielarten des Arbeitsmarktes spezialisiert hat. Lohnt sich das, hier zu arbeiten? Auch wenn es gut läuft. Und die, sagen wir mal, 10.000 Euro im Monat machen. Wenn Sie jetzt 18 Kritiken schreiben und 20 andere tun das auch im Monat und die Werbeeinnahmen sind bei 10.000 Euro, dann werden 7.000 Euro verteilt. Von diesen 7.000 Euro entfallen dann bei Ihnen unter 2 Euro. Das heißt, Sie können mit Einnahmen von rund 36 Euro für Ihre 18 Artikel rechnen. Auf Anfrage sagt der Portalbetreiber, das Ziel sei eigentlich 1300 Euro pro Autor. Bislang habe er aber noch nichts ausgezahlt. Fast ein halbes Jahr ist vergangen. Jonas hat nur Aushilfsjobs gefunden und auch bei Cleo gibt es wenig Anzeichen für Hoffnung. Dann eine Überraschung. Cleo schickt eine SMS. Sie hat tatsächlich einen Job. Die Personalvermittler, bei denen wir gemeinsam waren, haben Cleo an eine Softwarefirma vermittelt. Damit hatte niemand gerechnet. Cleo scheint wie ausgewechselt. Hochbeschäftigt, hat kaum Zeit für ein Gespräch. Schönes Büro. Dankeschön. Wie ist es? Gut, stressig, aber gut. Warum hat das jetzt hier geklappt? Was ist dein Gefühl? Ist das Zufall? Ist das genau die Stelle gewesen, die du gewollt hast? Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich glaube vor allen Dingen, gerade wenn man mit dem Studium durch ist, hat man noch so keine richtige Vorstellung, was man überhaupt machen will. Also du wusstest nicht, dass du auf diesem Stuhl wolltest? Nein. Das ist der Zufallsstuhl? Das ist der Zufallsstuhl. Und wie sitzt es sich dann drauf? Sitze ich zurzeit ganz gut darauf. Also das Schöne ist vor allen Dingen auch, man hat noch mal eine ganz andere Sicht auf das Arbeitsplatz haben. Du bist jetzt auf der anderen Seite. Ja, glücklicherweise. 30 Wochenstunden, 1200 Euro netto, befristeter Vertrag. Aber Cleo ist drin, andere nicht. Jonas hat die Jobwette verloren. Aber er lehnt es ab, sich als Verlierer zu fühlen. Denn er weiß, Tausende erleben dasselbe wie er. Ja, ich meine, Cleo hat jetzt einen Job und diese Sachen, die du machst, sind irgendwie so ein bisschen von der Hand in den Mund, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nervt das oder wie siehst du das? Ich bin momentan erstmal positiv, aber das liegt auch daran, dass ich keine Kinder zu versorgen habe, irgendwie, dass ich irgendwie keine großen Schuldenberge oder sowas habe, sondern dass ich jetzt momentan irgendwie auch noch ein bisschen von Woche zu Woche oder Auszahlung zu Auszahlung oder Minijob zu Minijob leben kann. Aber in ein paar Jahren wäre ich ungern noch in dieser Situation, aber ich weiß, dass es für die meisten anderen Leute nicht anders aussieht und deswegen versuche ich da eigentlich motiviert zu bleiben. Geht es Deutschland wirklich gut? Gewiss, die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Aber Menschen wie Jonas tauchen in keiner Statistik auf. Und so etwas wie eine geregelte Arbeitswelt aus den guten alten Zeiten werden junge Deutsche wie er vermutlich nie erleben.